Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. In meinem heutigen Tutorial für iClone 7 möchte ich Ihnen gerne mal die GI Emission, also emissive Materialien als Leuchtquellen einsetzen, zum Beispiel von Requisiten, Partikeln, Props, Bilder oder Videos. Und das möchte ich gerne mal kurz vorstellen. Ich habe mir jetzt mal hier wieder eine bewegte Szene ausgesucht. Und zwar hier mit diesem Panzerfahrzeug. Und hier werde ich jetzt mal eine Nachtszene draus machen. Den GI-Bereich und die Anchor-Einstellung, die habe ich hier schon soweit eingestellt. Ich hatte das ja schon gezeigt in meinem davorherigen Tutorial mit Szene realistisch darstellen. Deshalb werde ich das jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Und jetzt klicke ich hier mal auf den Szene-Button und auf die Lichter. Und hier werde ich mal die beiden Ausrichtungslichter deaktivieren. Dann gehe ich hier bei den visuellen Einstellungen. Die Ambient Occlusion und den HDR-Effekt, den lasse ich hier schon mal drin. Das hatte ich auch letztes Mal gezeigt. Und dann werde ich hier die IBL mal deaktivieren. Und dieses HDRI-Bild hier, das werde ich hier auch mal unsichtbar machen. Jetzt gehe ich in den Szene-Manager, in den Inhaltsmanager, Szene-Button, und dann werde ich mir hier mal ein Sky hinzufügen, ein Nacht-Sky, und da gehe ich dann hier auf Modifizieren, Material, und dann die Streuung, die ist ja markiert, und dann werde ich hier mal die Farbe anpassen, und hier werde ich die Helligkeit mal so ein bisschen runterziehen. Ja, das reicht vollkommen aus. Und das Einzige, was jetzt hier noch leuchtet, ist von diesem Panzerfahrzeug die Lichter vorne und die Rücklichter. Hier haben wir das Zusatzlicht, da kann ich das hier erstmal einschalten, damit wir hier überhaupt ein bisschen was sehen können. Und jetzt werde ich hier mal eine Leuchtquelle hier hinzufügen. Das Programm bringt ja hier auch schon etwas mit, und zwar unter Erstellen. Da hat man hier Licht, da hat man hier einmal das Ausrichtungslicht, Spotlight und Punktlicht, die sind uns ja nun schon bekannt. Und hier hat man jetzt drei emittierende Flächen, oval, rund und quadratisch. Die machen eigentlich alle das Gleiche, das Material davon emittiert halt Licht. Ich nehme mal die Fläche rund und jetzt werde ich die mal hier ein bisschen ausrichten. Dazu gehe ich hier an Objekt ausrichten auf diesen Button, klicke mal auf das Panzerfahrzeug, X, Y und die Z-Achse, klicke dann hier auf OK, gehe auf den Verschiebe-Button und schieb mir mal hier die emissive Plane hier, das steht hier auch bei Bearbeiten, GI emissive Plane Round, die kann ich hier auch als Dummy einrichten und GI emittieren. Wenn ich jetzt mal das Zusatzlicht hier ausschalte, dann haben wir jetzt hier also schon unsere Leuchtquelle. Und wenn ich die Leuchtquelle hier mal so ein bisschen drehe, die hat hier so zwei Seiten, wie man das hier auch bei den Materialeinstellungen sieht, emissive Seite und die Rückseite. Wenn man die Beleuchtung nachher einstellt, dann immer hier die emissive Seite auswählen von den Materialien. Und jetzt kann ich das hier auch drehen, hier, oder ich kann es kleiner und größer skalieren, umso größer ich die emissive Plane hier skaliere, umso mehr Licht habe ich. Wenn ich es ein bisschen kleiner mache, so werde ich es mal belassen. Ich kann die natürlich hier auch jetzt wieder verschieben, um mir das Ganze hier auszurichten oder eben so ein bisschen hier noch drehen. Jetzt gehe ich hier mal bei den Materialeinstellungen, emissive Seite, scrolle ich mich hier mal runter, dann haben wir hier noch selbstleuchtend diesen Schieberegler, und wenn ich den hier mal so ein bisschen runterdrehe, dann kann ich hier auch das Licht damit beeinflussen. Und dann habe ich hier bei den GI-Einstellungen, da ist hier die Beleuchtung schon eingeschaltet. Wenn ich das hier mal ausschalte, haben wir auch keine Beleuchtung mehr. Dann wird hier nichts mehr emittiert. Und dann haben wir hier die Selbstbeleuchtungsstärke, diesen Schieberegler, dann die Lichtreflexionsstärke. Und hier hat man die Super Samplings, die schalte ich also immer ein. Und zwar kann man mit dem Super Samplings das Lichtflackern so ein bisschen mildern. Das Ganze ja auch hier dann nochmal nicht zu vergessen bei den Voxelmodus, hier auch nochmal das Lichtflimmern hier unterdrücken
Und auch hier dann bei den Schatteneinstellungen, da sollte man immer dran denken. Wenn ich das jetzt mal abspiele, bleibt natürlich diese Plane hier, diese Lichtquelle, bleibt natürlich an Ort und Stelle und deshalb werde ich die auch mal jetzt verbinden mit diesem Panzerfahrzeug. Da klicke ich hier mal auf diesen Button Verbinden oder man kann hier einen Rechtsklick machen, das ist ja aktiviert, geht auf Verbinden mit oder hier natürlich im Bearbeiten-Menü Verbindung Elternobjekt wählen und klicke dann auf das Panzerfahrzeug. Jetzt habe ich ja diese als Dummy hier eingerichtet und mit Steuerung und D kann ich die natürlich hier jetzt unsichtbar machen. Die Lichtquelle bleibt natürlich erhalten. Dann kann man jetzt hier auch sehr schön hier über die GI-Einstellungen, die sind ja hier aktiviert, sonst hätten wir jetzt gar kein Licht. Also wenn ich das hier mal ausschalte, die globale Beleuchtung, dann haben wir eigentlich auch keine Beleuchtung. Und hier kann ich dann wieder mit der Reflexionsstärke noch arbeiten. Dann haben wir hier die Schattendetails. Die habe ich hier unten, glaube ich, die Details hervorheben. Dann die Schattendetails hier, die kann man auch noch so ein bisschen einstellen. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja, da ist natürlich dann, muss ich natürlich dann jeder so einstellen, wie er es gerne haben möchte. Jetzt werde ich mal hier die emissive Plane Round hier mal wieder entfernen. Und jetzt nehme ich mal ein einfaches Prop hier. Und zwar gehe ich mal auf Props bei den Vorlagen, 3D-Blocks. Und werde mir jetzt hier mal diesen Ball hier per Doppelklick hinzufügen. Da schalte ich jetzt mal nicht das Zusatzlicht ein. Ich gehe hier einfach auf An Objekt ausrichten. Klicke mal hier auf dieses Panzerfahrzeug. Man sieht es ja noch so ein bisschen durch die Beleuchtung, die vordere Beleuchtung von dem Fahrzeug. Und wenn ich das jetzt mal nach oben schiebe, dann leuchtet hier noch nichts. Denn das muss ich erstmal einstellen. Hier kann ich diesen Ball natürlich auch als Dummy wieder einrichten und als GI imitieren. Dann gehe ich wieder bei den Materialeinstellungen, denn die Beleuchtung läuft ja hier alles über die Materialeinstellung. Und da werde ich jetzt hier mal die Selbstleuchtung hier so ein bisschen hochdrehen und schon haben wir jetzt hier wieder eine Beleuchtung. Dann kann man natürlich hier mit diesem Schieberegler, mit dem Stärkeschieberegler hier bei der GI-Einstellung hier auch wieder zuarbeiten. Dann natürlich hier auch bei den visuellen Einstellungen hier wieder das Ganze kombinieren. Die Reflexionsstärke, da muss man manchmal, wenn nicht wundern, wenn man hier so ein bisschen milchig hat, das kann man hier mit diesem Nachverfolgung, Reflexionsstärke, Schieberegler hier so ein bisschen regeln. Ja, und jetzt muss ich den Ball natürlich auch wieder verbinden mit dem Panzerfahrzeug und dann spiele ich das mal ab. Und da hat man jetzt natürlich hier diese Beleuchtung. Man kann natürlich jetzt auch die Beleuchtung hier ein bisschen runterdrehen bei der Selbstbeleuchtung, dann hier vielleicht diesen bisschen erhöhen oder hier mal die Reflexionsstärke. Und dann sieht das Ganze so aus. Man kann jetzt hier auch diesen Ball hier auch noch so ein bisschen verschieben, falls einem jetzt das so nicht passt. Dann kann man das jetzt hier verschieben und dann spiele ich das Ganze hier wieder ab. Auch wieder hier die Super Samplings mit einschalten, um das Lichtflackern so ein bisschen zu mildern. Und dann hat man hier also auch eine Leuchtquelle. Jetzt werde ich hier mal diesen Ball hier, diesen Prop wieder entfernen. Ich gehe hier nochmal in den Szenemanager, klicke hier auf Entfernen. Und jetzt klicke ich mal hier auf dieses Panzerfahrzeug Humawe Olive, das ja aus dem Task Force Combo Content stand. Und der hat hier auch schon sehr viele Materialien hier mit drinne, wenn ich mal auf die Materialien gehe. Und dann hat man hier einmal die emissive Outside, also für den Außenbereich. Und wenn ich mich jetzt hier mal runterscrolle, kann ich hier die Selbstleuchtung hier bisschen einstellen. Und jetzt klicke ich mal hier auf Beleuchtung einschalten. Und jetzt hat man hier schon
eine Beleuchtung. Jetzt klicke ich hier mal diesen Leuchtschieberegler. Ja, und das sieht natürlich am natürlichsten aus jetzt hier von allem. Die Super Samplings hier auch mal einschalten. Und dann kann man hier bei diesen, Lichtern hier, da kann man auch mal so ein bisschen einstellen hier noch. Und zwar die Stärke bei dem Schein. Kann man das vielleicht ein bisschen runterdrehen. Und die Selbstleuchtung hier ein bisschen höher wieder. Und dann natürlich hier auch wieder die Reflexionsstärke vielleicht ein bisschen erhöhen. Und wenn ich das jetzt abspiele, dann sieht das hier so aus. Natürlich hier auch wieder dann die Super Samplings, die sind jetzt hier schon eingeschaltet. Dann könnte ich das hier mal so nehmen. Jetzt habe ich hier auch noch für den Innenbereich und da gehe ich mal, habe ich mir schon mal so eine Kamera für Innen hier vorbereitet. Und dann habe ich hier auch bei den Materialien hier extra die Inside. Und da werde ich mal hier die Selbstbeleuchtung hier so ein bisschen runterdrehen, so dass das hier auch halbwegs vernünftig aussieht. Dann schalte ich bei den GI-Einstellungen hier die Beleuchtung ein und kann hier mal mit diesem Schieberegler hier die Stärke einstellen. So, dann, wenn man einen Fahrer drin hat, dass man den dann auch sieht, die Super Samplings mal mit einschalten. Und wenn ich jetzt hier wieder in meine Kamera gehe, dann kann ich hier auch nochmal, wenn ich von außen jetzt die Szene habe, kann ich hier auch mit diesem Schieberegler, man sieht's, hier nochmal ein bisschen nacharbeiten. Oder eben dann hier wieder bei der Reflexionsstärke. Und wenn ich das jetzt abspiele, sieht das eigentlich ganz okay aus. Im Echtzeitrenderer jetzt hier, da hat man immer so ein bisschen Flackern, habe ich festgestellt. Aber wenn man es nachher gerendert hat, man bekommt nicht alles weg hundertprozentig. Ja, da muss man wirklich genaue Einstellungen vornehmen, um das korrekt hinzubekommen. Aber es ist wesentlich besser als jetzt hier, wie im Vorschau-Echtzeitrender hier. Gut, das war's jetzt mal hier zu dieser Beleuchtung, diese emittierende, emissive Materialien. Und jetzt habe ich mir noch ein zweites Projekt hier vorbereitet. Und zwar gehe ich mal hier in meinen benutzerdefinierten 10, die ich hier so vorbereitet habe. Und da habe ich hier mal so einen Raum. Den werde ich jetzt hier auch mal beleuchten. Wo habe ich den jetzt hier? Und hier ist er, Raum Tutorial. Und den werde ich mir jetzt mal laden. So, jetzt habe ich diesen Raum hier geladen. Und den kann ich mir jetzt auch ausleuchten. Dazu gehe ich jetzt hier erstmal in den Szene-Button wieder. Werde wieder die beiden Lichter hier deaktivieren. Dann bei den visuellen Einstellungen die Atmosphäre hier auch, die IBL wieder deaktivieren. Und jetzt ist der Raum ziemlich dunkel. Das Einzige, was hier noch, habe ich hier so ein Bild vor dem Fenster hier gemacht. Ich kann das mal zeigen, indem ich mal hier das Zusatzlicht einschalte. Gehe mal auf die Kamera Bild. Und dann habe ich hier wirklich nur dieses Bild hier vor den Fenstern so abgestellt, kann man sagen. Und jetzt gehe ich mal wieder in meine Kamera. Und jetzt werde ich mal dieses Zusatzlicht hier wieder ausschalten. Und jetzt habe ich ja hier noch diesen Fernseher. Mal sehen, ob ich den hier gleich finde. Ich werde mal doch noch das Zusatzlicht nochmal einschalten. Klicke mal auf den Auswahlbutton. Klicke mal hier auf den Fernseher. Schalte mal das Zusatzlicht aus. Gehe hier wieder bei den Materialeinstellungen her. Und dann habe ich hier den Screen. Das wähle ich mal aus, dann ziehe ich mir hier mal ein Video hier drauf und dann gehe ich hier mal auf Videos und ziehe mir jetzt irgendein Video hier mal drauf. Nehmen wir mal hier zum Beispiel, was nehme ich da? Ist ja eigentlich egal, nehme ich mal hier Sane Morph, schiebe ich mal hier mit gedrückter linker Maustaste hier auf die Basisfarbe. Lasse dann die linke Maustaste los. Und jetzt sieht man noch gar nichts, weil ich jetzt hier erstmal ein paar Einstellungen vornehmen muss. Und zwar hier haben wir Selbstleuchtung.
Die werde ich hier mal einschalten, also den Schieberegler hier hochdrehen. Und dann haben wir hier die Selbstbeleuchtungsstärke. Und hier sieht man jetzt auch nicht sehr viel, weil ich werde mir jetzt hier dann auch für dieses Video hier meine Scheinmap hier hinzufügen, indem ich doppelt auf Schein klicke, gehe dann auf Öffnen und werde mal von diesem Schein die Stärke hier ein bisschen runterdrehen, dass das nicht zu extrem ist. Und jetzt kann ich mir hier also auch die Szene so ein bisschen ausleuchten, hier auch wieder mit der Reflexionsstärke. Wenn ich das Video jetzt abspiele, habe ich hier also auch eine Leuchtquelle. Zwar nur eine kleine Leuchtquelle, die Supersamplings dann hier auch wieder einschalten. Ja, und kann man hier noch so ein bisschen immer ausprobieren mit diesen Schiebereglern. Stärke vielleicht doch noch ein bisschen erhöhen. Ja, und so hat man jetzt nur durch diese Scheinmap und dieses Video hier auch eine Beleuchtung erzeugt. Ja, wenn ich das jetzt hier wieder ausschalte, diese GI-Beleuchtung, dann habe ich zwar noch den Fernseher, wo der Film drauf läuft, aber eben keine GI-Beleuchtung mehr. Gut, jetzt werde ich mal hier von diesem Fernseher, werde ich mal hier das wieder jetzt deaktivieren, und zwar die ganze GI-Beleuchtung. Und jetzt komme ich mal zu diesem Bild, und das macht sich eigentlich am besten, habe ich festgestellt, die Deathmatch Plane. Und da gehe ich jetzt hier auch mal, schalte mal die Beleuchtung ein, und das sieht natürlich dann schon wunderbar aus. Und hier kann man auch dann mit der Selbstleuchtung hier so ein bisschen hochgehen. Ja, kann natürlich ein anderes Bild sein von draußen. Und man sieht, wenn ich das jetzt mal hier im Render schnell hier im Vorschau-Render render, das sieht dann schon wirklich ziemlich realistisch eigentlich aus, finde ich. Ja, auch hier, das ist jetzt so ein Material, Marble hier von den Substanzen hier für die Decke und für die Wände. Da werde ich auch mal ein Tutorial drüber machen. Ja, und so kann man eben jetzt hier wieder zuarbeiten mit den visuellen, also bei den GI-Einstellungen hier die Reflexionsstärke. Dann kann man auch jetzt hier bei der HDR, ich muss mal schauen, die können wir natürlich hier auch mal einschalten, und das Tone Mapping, um hier ein bisschen mehr Kontrast reinzubekommen. Aber das gefällt mir jetzt hier nicht. Da habe ich auch ein bisschen zu viel Kontrast hier drinne. Da müsste ich hier die Belichtung so hochziehen. Und dass wenn ich das Tone Mapping mal draußen lasse, habe ich hier noch diesen Blumeneffekt. Ja, und wenn ich das jetzt hier mal ausschalte, also da komme ich dann schon besser bei weg mit der Ambient Occlusion. Wenn ich jetzt hier die mal einschalte, werde mir mal die Ambient Occlusion anschauen, und dann werde ich mal den Bereich hier ein bisschen, die Stärke, die Tendenz schiebe ich mal so ein bisschen nach unten wieder. Und wenn ich jetzt die Ambient Occlusion einsetze, dann sieht das eigentlich noch besser aus. Man hat jetzt hier noch mehr Details hier, Schattendetails, ja. Und wenn ich das jetzt hier noch ein bisschen heller mache, mal schauen, ob ich hier auf dem Deathmatch Plane bin, hier zum Beispiel bei der Beleuchtung, nicht zu grell, ja. Und dann hier vielleicht nochmal bei der Selbstleuchtung, ja. Okay, und wenn ich das jetzt hier nochmal rendern tue, ja, dann ist das vielleicht doch ein bisschen zu grell, aber es sieht doch schon sehr realistisch aus. Hier werde ich das also jetzt mal wieder noch ein bisschen runterdrehen. Und man könnte jetzt hier auch theoretisch dieses Bild hier als Leuchtquelle benutzen. Und da gehe ich hier auch mal bei den Einstellungen, Materialeinstellungen her und werde hier mal die Beleuchtung einschalten. Und da muss ich mal schauen. GI ist eingeschaltet. Ach ja, hier die Selbstleuchtung kann man hier dann erhöhen. Und dann habe ich eben hier auch wieder eine Lichtquelle, die man hier auch noch dazu nehmen kann, zum Beispiel. Also da ist sehr viel Testen angesagt. Die Supersamplings sind mit drin. Und bei den
bei der Reflexionsstärke hier wieder so ein bisschen arbeiten mit. Also es macht richtig Spaß hier. Ist natürlich alles nicht in 2, 3 Sekunden gemacht, da muss man immer schauen. Aber wenn man sich dann die Renderergebnisse anschaut, das sieht wirklich aus wie in echt. Jetzt musste man sich noch die Darsteller dazu stellen, vielleicht ein bisschen dunkler noch, ja. Und dann hat man eine gute Beleuchtung. Jetzt werde ich mal hier diese Beleuchtung für das Bild wieder ausschalten. Und dann werde ich mal von dem Außenbild hier auch mal die Beleuchtung hier wieder deaktivieren. Und jetzt werde ich hier nochmal ein paar Partikel hinzufügen, damit Sie das auch nochmal sehen. Gehe auf den Szene-Button, Props, scroll mich mal runter hier zu den Partikeln. Da hat man ja hier Fire and Smoke. Und da nehme ich jetzt hier mal nur ein kleines Feuer, das Torchfeuer. Und wenn ich das jetzt hier mal mit gedrückter linker Maustaste hier mal in meine Szene ziehe, kann ja mal das Zusatzlicht und mir mal das Gizmo hier anzeigen lassen von diesem Torchfeuer. Und schiebt das jetzt mal hier so ein bisschen nach oben. Wenn man jetzt vielleicht noch so einen Kamin hätte hier drin, kann man das hier auch am Kamin hier in der Mitte vom Kamin ablegen. Werde mal das Gizmo hier wieder ausschalten und das Zusatzlicht. Und wenn ich das jetzt abspiele, ja, dann haben wir hier also wirklich nur die normalen Partikel. Die nützen uns jetzt hier noch nichts als Leuchtquelle. Und dazu gehe ich dann bei den Torchfire, bei den Partikeleinstellungen. Hier dieses Partikelmenü, das öffnet sich ja automatisch, wenn ich hier die Torchfire aktiviere. Und dann scrolle ich mich hier auch mal runter. Und dann hat man hier auch die GI-Beleuchtung. Und jetzt kann ich hier die Stärke einstellen. Das mache ich natürlich jetzt mal in der Vorschau, wenn ich das hier mal abspiele. Man sieht jetzt schon, dass ich jetzt hier, wenn ich das ausschalte, einschalte, habe ich hier diesen Stärkeschieberegler. Dann die Supersamplings vielleicht noch. Das verzögert sich immer ein bisschen, wenn man hier diesen Schieberegler betätigt. Ja. Und das Einzige, was ich jetzt hier nicht kann, ich kann jetzt hier bei visuell, bei den GI, bei der globalen Beleuchtung hier jetzt nicht zugreifen. Da müsste ich hier erstmal auf Stopp gehen und werde jetzt hier mal in der Timeline diesen Schieberegler hier mal auf Frame 21 und dann kann ich hier auch wieder mitzuarbeiten, hier mit der Reflexionsstärke, ja, oder diesen anderen Schiebereglern. Ja, das wollte ich auch nur mal zeigen, dass man also mit Partikel auch jetzt auslöschen kann. Jetzt ist natürlich hier bei Frame 21, weil ich ja hier Veränderungen vorgenommen habe, ist natürlich hier ein Keyframe entstanden. Deshalb öffne ich mir mal die Zeitleiste. Das möchte ich auch noch mal kurz zeigen. Und ich mache mir die mal größer. Ich lasse die jetzt mal hier oben. Und dann hat man bei dem Torchfire hat man hier keine GI-Einstellung. Und bei den Projekteinstellungen sind die jetzt hier auch nicht vorhanden. Dazu geht man dann hier in die Spurmenüleiste. Klappt da mal drauf. Die Requisiten klappe ich mal ein. Und dann habe ich hier die GI-Steuerung. Und klick mal hier in die Zeitleiste hinein. Und dann haben wir ja hier für den Anker hier noch die Spur. Und wenn ich jetzt mal hier reinklicke und mache mir das mal etwas größer und ich sage jetzt, ich bin mit der Beleuchtung hier, die möchte ich gerne so lassen, dann würde die natürlich erst von Frame 21 hier so eingestellt sein. Und wenn ich das hier mal zurückschiebe, dann sieht man jetzt in der Vorschau natürlich nicht. Aber man kann jetzt diesen Keyframe mit gedrückter linker Maustaste hier einfach auf Keyframe einschieben, linke Maustaste loslassen und dann hat man seine Einstellung von Anfang an. Gut, jetzt gehe ich wieder auf Stopp und werde die Zeitleiste hier wieder schließen. Dann werde ich hier die Torchfire hier auch mal wieder entfernen. Und jetzt werde ich mir noch meine Deathmatch Plane hier wieder aktivieren, die Beleuchtung. Ja, und das war's jetzt hier auch in diesem Tutorial zu diesen emissiven Materialien. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel, ist mir auch schon aufgefallen, wenn man jetzt hier auf dieser Wand auch noch eine Fensterfront hätte und hier auch noch ein Bild von außen so gegensetzt, ja, muss ja nicht eine komplett offene Fensterfront sein, vielleicht so zwei Fenster.
und man macht da wieder ein Bild davor, dann ist es noch besser. Also durch das am meisten hier kommt es zur Wirkung durch diese Deathmatch Plane, finde ich. Dieses eben dieses Realistische. Gut, das war's jetzt aber wirklich. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.